Hi, ich bin Niklas und wir stehen hier vom Space Bus One. Das ist ein VR-Erlebnis, wo man mit ins Weltall fliegen kann, zum Mond und auch wieder zurück. Und neben dem Erlebnis fahren wir auch zu Schulen und die Schüler können sich dann ganz toll vorbereiten. Wir haben ganz tolles Material und dann kommen wir zur Schule. Sie dürfen einmal fliegen und machen danach auch noch eine ganz tolle Nachbereitung. Und so bereiten wir die Schüler auf den Weltall vor. Also hier drin haben wir unsere VR-Brillen und ganz wunderbare Sitze, die sich auch bewegen während des Fluges. Und dann wird man quasi in die Rakete rein begleitet. Man setzt sich hin, kommt die VR-Brille auf und dann geht der Flug los. Genau, also hier würde man das Ganze sehen. Genau. Also ihr seid jetzt bis Sonntag noch hier? Bis Sonntag noch hier. Und dann am Montag fahren wir nach Braunschweig. Da sind wir bis Freitag und darauf die Woche sind wir in Bremen. Und man kann den Code scannen und dann sieht man, wo wir mit dem Space Bus in welcher Region von Deutschland sind. Und dann können sich Schulen sehr gerne bewerben oder einfach eine E-Mail schreiben. Und dann kommen wir quasi auch direkt zu den Schulen hin. Und dann können die Schüler das dort vor Ort direkt ausprobieren. Hallo, mein Name ist Dr. Caroline Altmann. Ich vertrete die Nachwuchsförderung im DLR. Wir haben hier KI zum Anfassen, eine Station, bei der man künstliche Intelligenz als Kind bei uns im Labor hautnah erfahren kann. Die Idee ist, künstliche Intelligenz rauszuholen aus dem digitalen Raum und wirklich zum Anfassen wie im Kinderzimmer erfahrbar zu machen durch kleine Spielzeuge. Auf diesem Rechner läuft ein vortrainiertes Netzwerk. Dieses Netzwerk ist dafür trainiert, verschiedene Projekte aus dem DLR zu erkennen. Dazu zählen die, die hier auf der Grafik sichtbar sind. Und diese sind durch alle Modelle hier auf dieser Seite vom Tisch repräsentiert. Und wenn ich jetzt ein Modell hinstelle, muss die KI quasi in Realtime raten, um welches Projekt es sich handelt. Wir haben allerdings bei unserer KI ein paar menschliche Fehler eingebaut. Wir haben Dinge gemacht, die man normalerweise nicht machen sollte, wenn man ein wirklich gutes Netzwerk haben will. Und diese Fehler, um die genau geht es, diese Herausforderung spielerisch zu erfahren, das können bei uns Kinder ab 6 Jahren. Und zwar durch all das, was sie sowieso in ihrem Alltag machen. Durch Ausprobieren, mit Stiften, mit Knete, mit Händen und durch Anfassen. So, hier kann man Hubschrauber fliegen am Stand. Also kommt einfach mal vorbei hier. Was ist denn das hier? Die H2 Elektra. No, what else do you want to say about Ila? I mean, like, I saw airplanes outside, this is not a normal conference. Oh, it's not just about space. Ila is very... Hallo. Guten Tag. Willkommen am Stand der Technischen Universität Berlin hier, auf der ILA Berlin 2024. Wir freuen uns, vertreten zu sein mit dem Fachgebiet Raumfahrttechnik und dem Fachgebiet Flugführung und Luftverkehr. Am Fachgebiet Raumfahrttechnik beschäftigen wir uns vor allem mit der Forschung im Bereich Kleinsatelliten sowie auch im Bereich Exploration. Hier sehen Sie einmal ein Modell vom Nano-FF-Satelliten, die gerade im November letzten Jahres gestartet sind. In der Vitrine sehen Sie aktuell gerade ein paar Projekte, vor allem aus der Explorationsgruppe. Oben das Kameramodell und die optische Sensorik des Trubin-Satelliten. Wir haben auch ein paar studentische Projekte hier am Stand vertreten vom Verein BEARS, wo Studenten der TU Berlin eigenständig Raumfahrtprojekte durchführen können und erste Erfahrungen mit Ingenieursprojekten sammeln können. Und ich hoffe, dieser kleine Einblick gibt Ihnen einen besseren Überblick über unsere Arbeit und wir freuen uns sehr, hier auf der ILA zu sein. Ja, hier sind viele Firmen vertreten, wie ihr hier seht. Alle zu befragen, das würde praktisch hier den Rahmen im Endeffekt auch sprengen. Geht doch einfach mal vorbei. Das ist ja lustig hier. Ich kann auch fahren. Ja? Ja. Ich muss nur kurz den Kamerateil drehen, aber dann können wir theoretisch auch
Coole Sache hier. Ah, ist schon interessant, was es hier zu sehen gibt. Ihr seht da zum Beispiel den Heinrich-Hertz-Mission, den deutschen Kommunikationssatelliten hier. Ja, für Fans des Weltraums, das ist eine interessante Sache hier. Prometheus, guckt euch das mal an hier. Elektrischer Antrieb. Ein Kleinsatellit findet er hier. So, hier haben wir jetzt Mikrolancher, kleine Träger aus Deutschland. Die Ariane 64 mit 4 Boostern kann 2 Satelliten starten mit mehr als 12 Tonnen. Hier. Und hier haben wir die Ariane 6 im Bild. So, dort oben haben wir, Wahnsinn, Raumstation da oben, oder ist es nur ein Satellit? Nein, das werden wir uns hier unten gleich mal ansehen. Earthcare im Maßstab 1:10. Und das Ganze ist hier oben an der Decke zu sehen. Genauso hier. Von der NASA. Orion. Hier als Modell. Hier kann man ein Bild machen. Und hier haben wir ein Exoskelett. Ein Exoskelett, KI gesteuert. Guckt euch das an. Auf geht's zum Mond. Mal cool, ne? So ein Raumanzug. Ja, schon interessant. Luna Argonaut und hier Luna Rover.